Willkommen in der kleinsten, geilsten Werkstatt der Welt. Denn heute geht es los mit dem 8x8 und der kleinsten, geilsten Werkstatt der Welt auf nach Bessenbach. Denn in Bessenbach besuche ich mal SAF Holland, denn die haben ein neues, spannendes, revolutionäres Produkt auf den Markt gebracht. SAF ist mir ja ganz bestimmt kein neuer Begriff. Denn genau die Achsen habe ich ja auch schon bei dem Bau meines Hardcore-Hängers verwendet und mit 14 R20 Reifen versehen. Und genau der Hänger wurde ein Mordsmodul. Darüber hinaus habe ich natürlich auch SAF-Achsen auf meinem zweiten Hänger, den wir im Februar gerade mit der kleinsten, geilsten Werkstatt der Welt quer durch die Sahara bis nach Dakar gequält haben. Der ultimative Dauertest für jede Achse. Eigentlich begann alles 1881 hier in Bessenbach in einer kleinen Schmiede mit der Erfindung eines neuen Pfluges und entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einem der führenden Hersteller von Trailerachseln und Fahrwerkssystemen in Europa. Und genau hier in Bessenbach, wo heute noch die Achseln hergestellt werden, darf ich mir die Produktion mal genauer ansehen. Man kann sich ja eigentlich wundern und fragen, wie schwer kann es eigentlich sein, so eine Achse herzustellen? Mir wird schnell klar, dass es sich hier nicht um Millimeterarbeit dreht, sondern um Tausendstel Millimeter. Die Radnaben werden in zwei verschiedenen Varianten gedreht. Eine mit Linksgewinde und eine mit Rechtsgewinde, wie sich das gehört. Diese werden dann durch Reibung mit der Achse verschmolzen und somit eine feste, verschweißte Einheit. Danach wird die Aufnahme für den Lenker auf die Achse gelegt und verschweißt. Wenn der sogenannte Wrap verschweißt ist, wird diese auf das gewünschte Maß abgedreht und weiter geht's zur Montage des Lenkers und des Bremsträgers. Schnell noch dort nachschweißen, wo der Robotschweißer nicht hinkommt, und dann geht es am Haken weiter in Richtung Lackierung. Das Tauchlackieren besteht aus einer Reihe Becken, in denen die kompletten Achseln abgetaucht werden. Die Achsen werden in den verschiedenen Becken gereinigt und zum Schluss kommt das Becken mit dem Endlack. Hört sich jetzt alles unheimlich einfach an, ist aber ein sehr komplizierter und geheimnisvoller Vorgang, der die Lebensdauer der Achse verlängert und das Produkt veredelt.
Nach dem Trocknen geht es dann weiter zur eigentlichen Achsmontage. Alle Achsen hier bei SAF werden auf Bestellung produziert und daher auch auf Kundenwünsche angepasst. Sei es Scheibenbremse oder Trommelbremse, Luftbalk oder Stahlfeder. Alles wie gesagt auf Kundenwunsch abgestimmt und genau das geht jetzt aus dem QR-Code hervor. Jetzt noch schnell kontrollieren, dass auch alles stimmt, danach verpacken und fertig ist die Achse für den Aufbau. Und was war jetzt daran genau neu und revolutionär? Genau das finden wir am Ende der Produktionshalle. Die neue E-Achse. Mir fiel diese Achse schon auf der IAA in Hannover auf und ich dachte eigentlich, es seien eher Zukunftspläne als Realität. Die Achse wird jetzt schon produziert und genau aus dem Grund hole ich mir jetzt erstmal Alexander Ledig vor die Kamera. Mein Name ist Alexander Ledig. Ich arbeite bei der SAF als Key Account Manager für die Spedition in Deutschland, Österreich und Schweiz. Und wir stehen hier bei der Truck R. Also diese Achse kann während der Fahrt Strom produzieren. Und den Strom können wir dann an elektrische Brauerei weitergeben, beispielsweise für Kühlung von einem Auflieger. Wir sind auf die Idee der Truck R gekommen, da die Anforderungen für geräuschlose Belieferung in Innenstädten und auch der CO2-Ausstoß ein größeres Thema im Transportgewerbe werden und wir hier eine effiziente Lösung für haben. Der Aufbau und der Funktion unserer Truck-R-Achse ist relativ simpel. Wie man sieht, ist die Radkappe hier etwas anders. Das hat den Grund, dass wir über diese Radkappe eine Steckachse, welche im Rohr ist, mit dem Radkopf verbinden. Die Steckachse trifft in der Mitte der Achse auf ein Differential, an welches wir einen elektrischen Generator angeschlossen haben. Die Achse funktioniert, ganz simpel gesagt, wie ein Generator, der Strom produziert. Bei der Fahrt wird die Achse ab 15 km/h aktiv geschalten und produziert Strom. Wir haben dieses System mehrfach bei unseren Kunden in Nutzung. Man sieht auch einen leicht erhöhten Verbrauch der Sattelzugmaschine und Generatormodus, aber unterm Strich verbraucht das komplette System weniger Diesel und produziert weniger CO2. Wir haben eine sehr gute Resonanz. Die ersten Fahrzeuge wurden bereits ausgeliefert und sind aktuell in Auslieferung bei unseren Kunden. Aktuell liegt der Hauptaugenmerk, möchte ich jetzt sagen, auch von unseren Kunden der Nachfrage bei Kühlaggregaten. Aber auch darüber hinaus haben wir weitere Spezialanwendungen, welche von Kunden angefragt werden. Wir sind in sehr enger Absprache mit den Fahrzeugbauern. Der Einbau dieser Truck-R-Achse ist keine große Herausforderung. Dieses System gibt es heute schon und kann direkt bestellt werden. Für Standard-Kühlfahrzeuge ist die Truck-R eine Zusatzausstattung, welche problemlos eingebaut werden kann. Im besten Top-Gear-Style kommt mein Fahrer Kjartan jetzt wie gerufen. Und wir spannen uns jetzt dann erstmal den Testtrailer mit der neuen E-Achse hinter meinen 77er. Der Kühltrailer fährt sich im Grunde genommen wie jeder andere Trailer auch. Aber irgendwie gefällt mir das Ding doch besser. Klar braucht man ja mit der Zugmaschine irgendwie mehr Diesel, um diese E-Achse anzutreiben. Aber der Verbrauch durch die Zugmaschine ist immer noch geringer als den Verbrauch, den man durch das eigentliche Dieselkühlaggregat haben würde. Und das heißt ja dann auch, dass die Abgase, die erzeugt werden, durch das Filtersystem der Zugmaschine gehen und dadurch dann auch die Euronormen einhalten, was das Dieselaggregat ja nicht tut. Und für mich, der bis in den hohen Norden Nordnorwegens fährt, um Fisch zu holen, hat es auch einen sicherheitsmäßigen Aspekt, denn ich brauche nicht länger in hohe Höhen klettern, um Diesel auf das Aggregat zu füllen. Darüber hinaus können wir uns die Wartungskosten für den Dieselmotor von dem Kühlgerät auch sparen. Grüne Welle hin, grüne Welle her. Mir als Fahrer fällt eins besonders auf. Der Geräuschpegel ist viel niedriger, weil wir nicht länger den lästigen
Dieselmotor neben der Koje haben, der die ganze Nacht ballert. Und das gibt mir und meinen Nachbarn auf dem Rasthof jede Menge Schlaf. Aber was haltet ihr von der E-Achse? Seht ihr weitere Vorteile? Schmeißt doch gerne euren Senf hier unter den Film. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen hier auf dem Channel, wenn ich mit meinem 8x8 und der kleinsten, geilsten Werkstatt der Welt mal wieder auf Achse gehe, um für euch geile Filme zu machen. Bis bald und moin aus dem hohen Norden.